Nach einem schlechten Start ins neue Jahr mit 2 Niederlagen musste sich in der Spielweise und vor allem in der Aggressivität der Falcons wieder etwas ändern. Mit dem Start ins obere Playoff ging es nun darum, die ersten wichtigen Punkte im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale zu sammeln. Gegner war der ungeschlagene Tabellenführer aus Linz. Das Spiel startete mit einem schnellen Hin und Her. Die Amstettner versuchten, die alten Herren aus Linz von Beginn an zu überlaufen und müde zu machen. Ja, ich meine, natürlich gegen den Tabellenführer zu gewinnen ist immer was Besonderes. Ich meine, wir haben ja jetzt in Jänner nicht sehr stark gestartet. Und das ist natürlich wichtig, da jetzt Selbstvertrauen für die Playoffs zu holen, für das obere Playoff. Und natürlich so ein Sieg gegen Tabellenführer, der gibt so einer jungen Mannschaft halt auch Aufschwung für die nächsten Spiele. Ich glaube, es zeigt einfach, dass wir jede Mannschaft schlagen können, auch den Tabellenführer. Wir haben heute erstmals einen Sascha Sitnik bei uns im Team gehabt. Das ist ein Neuzugang, den wir jetzt heute erstmals dabei gehabt haben. Da merkt man schon diese Energie, die er bringt. Wir waren viel aggressiver. Wir haben uns gut eingestellt jetzt nach diesen schwachen Spielen im Jänner. Und wir merken, wenn wir sehr aggressiv spielen und als Team spielen, dann können wir jede Mannschaft schlagen. Das zweite Viertel verschlafen die Falcons etwas. Die Aggressivität lässt nach und in der Offensive fallen die Würfe nicht mehr. Es werden nur mehr 7 Punkte erzielt und die Linzer können mit einer Führung von 26-23 in die Halbzeitpause gehen. Im dritten Viertel geht es wieder zur Sache. Die Linzer sind aber nicht ohne Grund bisher ungeschlagener Tabellenführer und können trotz guter Leistungen der Amstettner Mannschaft das Viertel für sich entscheiden. Ja, mit der Mannschaft ist aus meiner Sicht alles möglich. Also wir haben super junge Spieler und wenn wir ein gutes Team zusammenspielen, gut Defense spielen, die Würfe fallen, dann können wir ein Meister werden. Also ich habe da gar keinen Zweifel dran. Ja, gleich ein direkter Gegner eigentlich um den Einzug ins Halbfinale. Das ist Steyr, sehr, sehr gutes Team mit einem sehr, sehr guten Spieler. Und da spielen wir nächsten Samstag jetzt zu Hause in der Bölzhalle um 19:30 Uhr. Wäre gut, wenn da viele Fans vorbeischauen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Ja, nächstes Wochenende, Samstag, 19:30 Uhr gegen Steyr. Ja, natürlich, ich meine, da müssen wir jetzt ansetzen, dann in den nächsten Sieg einfahren, dass wir im oberen Playoff einen guten Ausgangspunkt haben und einfach wieder ein bisschen Routine sammeln und einfach wieder einen Winning-Streak starten. Mit knappem Rückstand starten die City Center Amstetten Falcons in den letzten Spielabschnitt. 2 Minuten vor Spielende steht es 50-44 für die Falcons. Nun heißt es, die Führung zu bewahren und sich nicht von der routinierten Linzer Mannschaft aus der Ruhe bringen zu lassen. Doch die Amstettner kämpfen für den Sieg und gewinnen. Damit ist ein wichtiger 52-49 Sieg eingefahren und dem Tabellenführer die erste Niederlage in der Saison 2019-20 zugefügt.